Hallo, willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7. Nochmal mit einigen Missionen. Und zwar dadurch, dass wir letztes Mal so gut durch die tollen 50- und 100-Mann-Missionen durchgekommen sind, stellen wir uns gleich der 200-Mann-Kommando-Mission. Ah, das ist doch noch nicht die. Okay. Funktioniert im Prinzip genauso wie vorher. Wirbelattacke, bis der Daumen klemmt. Hey, hallo. Also Wirbelattacke, bis der Daumen klemmt und dann weiter Wirbelattacke machen. Natürlich dauert die jetzt doppelt so lang wie die vorigen. Das heißt, ungefähr 8 Minuten oder so werde ich da stehen und hauptsächlich nur Wirbelattacke verwenden. Aber macht ja nichts. Kostet ja nichts. Was kostet jetzt? 8 AP, also. Ist nicht allzu schlimm, was sie kostet, aber es kann sein, dass ich dann irgendwann den Sommer verwenden muss. Weil jetzt noch nicht. Wäre cool, wenn die zusammenkommen könnten. Wie immer, aber... Ah ja. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Ganz genau verstehe ich den Sinn, also die Aussage dieser Zwischensequenz noch nicht, aber naja, vielleicht habe ich noch irgendwas gesäumt oder so. Kann gut auch sein, dass ich keinen Soma verwenden muss, deswegen, weil jetzt so oft Limits kommen und ich durch den Rauschzustand immer wieder meine Soma-Punkte aufgeladen bekomme. Das Limit ist natürlich quasi wertlos, weil es nur drei Gegner beseitigt. Da sind die Missionen halt nicht allzu spannend, aber das kennen wir schon. So, ich will mal schauen, was da für Belohnungen überhaupt gibt. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ah ja, genau, okay. Die schauen wir uns auch noch kurz an. Genau, da gibt es nämlich den Hinweis auf Lazard. Aber da, wir haben schon herausgefunden, dass er der ist, der quasi uns immer geschrieben hat und so. Offenbar nicht, also. So, also vorher gab es einen Schwarz. Ja. Gott, Alter. Das wird lustig. So. Komm, nicht hauen. Was soll das? Okay, es gibt eine HP plus 2, also HP Bonus, HP mit 2 Plusen dahinter, Substanz dafür hier. Ist jetzt nicht so prall, aber ja, man macht es trotzdem. Und als Belohnung für die nächste Mission dann, die quasi... das 1000-Mann-Kommando ist, das ist nicht der 200-Mann-Kommando, sondern das 1000-Mann-Kommando, gibt es dann eine Raubensubstanz. Ist auch nicht so toll, aber... Aber ich überlege mir noch, also ich werde die 1000-Mann-Kommando-Mission werde ich nicht machen in der Folge, sondern ich werde euch dann wahrscheinlich fragen, ob ich die machen soll oder nicht, und je nachdem, wie lange ich das dann im Vorhinein aufnehme und wie lange eure Kommentare dazu dauern, ja, das kennen wir eh schon, werde ich mich entscheiden, ob ich sie entweder komplett herzeige, quasi in einer eigenen Folge dann wahrscheinlich, weil das dauert dann doch, ja, es wird wahrscheinlich so um die 30, 40 Minuten dauern. Oder ob ich es in einer Folge mache und vorspule. Oder ob ich es in einer Folge mache und einfach rausschneide und dann noch eine andere Mission in der gleichen Folge mache. Sie ist, wie gesagt, nicht spannend, sie ist aber unbedingt notwendig, um die anderen Missionen freizuschalten, die danach kommen. Also die Missionen dann, die
auch im ersten Raum sind. Das heißt, das ist dann die Waffenentwicklung, glaube ich, oder so. Naja. So, jetzt hier weiter. Und 200 Mann Kommando. Theoretisch könnten wir uns hier mit Blitzgar auch ganz gut helfen, aber ich finde, dass Blitzgar deutlich mehr Mana kostet und weniger Schaden macht. Dafür, dass es quasi im Prinzip dasselbe ist wie Wirbelwind, nur halt eine andere Form hat. Also Wirbelwind ist rund um mich herum und Blitzgar ist quasi in einem Kegel vor mich. Ja, toll. Bahamut geht hier wieder ins Leere. Aber wie gesagt, Blitzgar kostet so ja, 32 und Wirbelattacke nur 8. Auch wenn es nicht das gleiche Ding ist, aber trotzdem, ich glaube schon, dass man das gut vergleichen kann. So. Ist auch sehr öde, dass die alle nicht ordentlich zusammenstehen hier. Ah, Eris ist dran. 1, 2, 6. Taktischen, schön. Okay, das kenne ich schon. Ja, okay. 1, 1, 6 ist das, ne? Ja. Good luck. Ah, man braucht sie, glaube ich, gar nicht, um eine andere Mission freizuschalten. Das heißt, ich könnte mir theoretisch die 1000-Mann-Mission komplett sparen, weil ich bekomme nur eine Raubensubstanz und die brauche ich nicht wirklich. Aber ich mag sie natürlich, wenn ihr sie sehen wollt, macht sie natürlich trotzdem. Ganz klar. Sorry, dass ich so still bin, aber es gibt hier zu der Mission quasi gar nichts zu sagen. Nachher werden wir als kleine Abwechslung dann gleich mal uns um die Yuffie-Missionen kümmern, also um die Schatzmissionen. Schauen, was da rauskommt. Items. Ja, kommen Sie? Ja. Yeah. Na, das darf nicht passieren eigentlich. Aber dafür sind sie alle schön zusammen. Kriegen sie alle schön geregelt. Sehr schön. Kommen wir gleich wieder verwenden. Ganz klar. Komm jetzt rechts aber. Brav zusammenstehen, dann geht das schon. Schatzjäger haben wir schon gemacht, oder? Oh, die stehen ja komplett auseinander. Viel aggressiver jetzt kommt mir irgendwie vor. Kann das sein? Nicht, dass es viel Unterschied machen würde, aber. Schatzjäger 631, 641. Okay. Ich glaube, das muss der Schatzjäger sein jetzt dann. Ja, okay. Was gibt's denn da Tolles? Hauptsächlich Heldentränke bekommen wir in den Yuffie-Missionen dann. Zumindest das, was mich interessiert. eine Chocomops-Feder gibt's, Chocomops-Federn gibt's auch. Das gibt
sonst noch? Dunkle Materie, Mithril, Hypnokrone, nichts Aufregendes, also in den New Film Missionen. Lesen wir nämlich nebenbei, nachdem das so öde ist hier, lese ich mir nebenbei die Missionsbeschreibungen für die New Film Missionen durch. Ich hoffe zumindest, dass ich die richtigen durchlese gerade. Ich glaube schon. Langsam müsste die Mission mal auch sein, oder? Stimmt das? Irgendwann jetzt müsste sie auch sein. Vielleicht ist das schon die letzte Welle. Hoffentlich. Schon lang genug gedauert. Offenbar nicht. Es kommt von, wenn sich die nie ordentlich zusammenstellen hier. Na toll. Der bringt mir natürlich gar nichts. Also was gibt es dann noch? Chocomobs-Fehlern gibt es ziemlich viele dann. Bei den, wissen Sie, bei den Missionen von Yuffie. Das ist vor allem deswegen gut, weil man die super toll dafür verwenden kann, um die HP Plus zu steigern. Also das werden wir dann verwenden irgendwann. Irgendwann mal. Ja, das ist allerdings nicht wirklich so toll. 626, 636, die haben wir schon. Die haben wir auch. Okay. Okay. Gute Ausrede, du bist schließlich eine Turk. Naja, gut. Schauen wir gut, dass da noch alles gibt. Operation Hunter. Das Lustige ist, dass ich jetzt natürlich da auch kritische Treffer mit dem mit der Wirbelattacke austeile. Ist schon etwas angenehmer, speziell wenn die Gegner jetzt nicht nur eine Wirbelattacke aushalten, sondern mehr als eine. Gleich mal unverwundbar werden. Ich muss dann auch Substanzen wieder austauschen, weil schon sehr viele perfektioniert worden sind. Kein Wunder, wenn ich so viele Kämpfe mache, glaube ich. So, komm, zieh dich nicht. Ja, habe ich die 1000 Mann Mission ausgewählt? Das dauert schon viel zu lange jetzt, oder? Ja, 13 Minuten. Ich dachte, ich müsste in 8 Minuten fertig sein. Oder war die andere in 8 Minuten? Nein, das müsste ja nicht die gewesen sein. Komm. Aber irgendwann bald sollte es zu Ende sein. Aber er wollte da keine Schnitte. Deswegen gibt es in voller Länge und ungekürzt und natürlich auch mit totalen Verletzungen hier. Was ist hier los? Ja, vielleicht kommt der Zeng und der macht sie alleine fertig. Kommt immer darauf an, auf welcher Stufe die das Limit hat. Aber Stufe 5 ist die höchste Stufe, das heißt. Ist es die Ende? Er macht schon ganz schön viel Schaden. Viel mehr als eine Wirbelattacke soll ich dann nicht mehr brauchen. Also das genau dafür gehört das Zeng-Limit. Yes! Wow, cool. Das war echt genial jetzt. Das nehme ich da. Okay.
Das haben wir auch schon gesehen. So, ich habe kurz auf die Missionsliste rüber geschielt, um herauszufinden, wann ich was brauche. Okay. Einen guten Teil der Missionen mache ich jetzt quasi on the fly, das heißt, ich suche sie mir aus, während ich die Mission spiele. Und haben mir da quasi keinen Plan vorgemacht, was ich zuerst mache. Kommt, komm, 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 komm. Ja, zu mir, kommt zu mir. Ja, kommt zu mir, kommt zu mir. Ja, sehr schön. Ja, endlich fertig. Wahnsinn. Hat doch auch nur fast 16 Minuten gedauert. TP-Verstärker machen wir nicht. So, das heißt 16 mal 5 sind 50. Das dauert über eine Stunde. Okay. Also, 200-Mann-Mission dauert ungefähr 16 Minuten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange die 1000-Mann-Mission dauern würde. Ich mache sie natürlich gerne. Aber ich weiß nicht, ob ihr mir 1,5 Stunden lang zusehen wollt. So, allerdings, was wir jetzt machen wollen, ist anonyme Hinweise. Welche ist denn das überhaupt? Das ist 10, 9, 8 ist das, nicht 6. Okay. Schauen wir mal kurz, was ich da alles bekomme. 8, 5 ist das, richtig. 8, 5, genau. Ich bekomme jetzt hauptsächlich Substanzen. Ja, gut, okay. Ich sollte natürlich meine Ausrüstung wieder ändern, aber das kann ich ja jetzt auch noch machen, dadurch, dass die Mission nicht in einem Kampf startet, so wie die anderen Missionen jetzt. Hier geben wir wieder her... was geben wir hier her? Rauben, genau. Rauben, Rauben, Rauben. Dann Folger, wenn wir austauschen, gegen einen Folger, das wir noch nicht aufgelevelt haben. Gibt's sowas überhaupt? Nein, haben wir keinen. Dann nehmen wir einen Blitzger. Oh ja, haben wir noch. Nehmen wir trotzdem einen Blitzger. Dann nehmen wir einen Eisger. Dann nehmen wir einen Folger, ist besser. Der Rest ist Vitra, könnten wir auch austauschen. Nehmen wir da Regina. Nehmen wir Vitaga. Ist auch okay. So, vieles hier lassen wir so, die Verstärker bleibt auch so. Heilen müssen wir uns nicht. Schauen wir gleich, wo wir sind hier. Die Ebene sind nach rechts unten müssen wir wahrscheinlich. Stehen wir? Ja. So, da in die Richtung. Schauen wir mal in Kisten irgendwo in der Nähe. Da hinten sehe ich schon die Flügel vom Endgegner. Kiste gefunden. Juhu! So, also, was haben wir hier? Ein Hyperreif oder ein Eisreif. Ah, okay. Es gibt nämlich noch Kisten hier. Noch drei Kisten gibt es hier noch, okay. Genau schauen. Da drüben sehe ich schon eine. Sehr gut. Die Katze ist auch da. Grüßt mich wieder mal. Das Gute von diesen Augentypen brauche ich mich jetzt nicht mehr allzu groß in Acht nehmen, weil das Schlimme bei denen sind hauptsächlich die Elementarzauber. Und denen kann ich relativ leicht ausweichen. Dadurch, dass ich die Schleife habe, machen wir jetzt die Zustandsveränderungen. Hey, das kann ich noch gar nicht. Machen wir die Zustandsveränderungen irgendwie wenig Schaden, weil ich ja jetzt sowieso die Schleife habe. Also die habe ich selbst noch nie gesehen. Offenbar gefallene Shinra-Infanteristen in der Modeoheim-Mission. Ach toll, jetzt kommt Zengs Limit auf den letzten Gegner hier. Is this the end? I'm trying! I'm trying! Na Katze, sind wir wieder auf meinem Schreibtisch unterwegs. Schauen wir. Ja. So, wir gehen zur nächsten Kiste, die so oben sein sollte. Oh Gott, sind das wieder. Theoretisch wäre da die Wirbelattacke auch nicht so blöd, aber ich glaube, es macht von der Zeit her nicht allzu großen Unterschied. Und die Zeit, die ich brauche, um mich hier die Ausrüstung zu ändern, kann ich... Ja, der Flugbug ist mir jetzt unbedingt egal. So. Die Zeit, die ich brauche, um die Ausrüstung zu ändern,
spare ich mir quasi, glaube ich, in dem, oder brauche ich dann halt im Kampf, wenn ich die Ausrüstung nicht ändere, also wenn ich nicht dauernd den die Wirbelattacke ausrüste. Nur Hinweise, da sind wir. So, was haben wir hier? Ah, cool. Also in der Mission 856, also in der letzten Mission des, also in der letzten Mission dieses Strangs hier, gibt es dann auch. Hey, wo ist die, der Hyperreif? Okay. Gibt es dann auch das, was ich haben wollte, und zwar endlich unsere letzten Aufführungszauber. Die Missionen sollten durchaus schaffbar sein, auch wenn man die Ausrüstungsgegenstände, die ich jetzt habe, noch nicht hat. Also. Ich weiß nicht, ob ihr die Katze hören könnt, aber sie liegt da ziemlich nah beim Mikrofon und kurrt immer vor sich hin, also. Ja. Ja, okay. Also, natürlich kann man den Elementarzaubern hier ausweichen, gegen die diese Augengegner gegen mich richten, aber allerdings müsste ich dafür auch ausweichen können. So, wenn das der Hyperreif ist, dann. Nein, wo ist der Hyperreif? Ich will ihn haben. Die plus 20 Stärke, die sind schon ganz gut, also. Auf die würde ich ungern verzichten. Ich brauche diesen Hyperreif jetzt hier. Ja. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, Katze. Ja. Prove your honor to me. Das Lustige ist, wir kommen in dieser Mission etwas, das mir theoretisch in den vorigen Missionen geholfen hätte. Nämlich eine Vibrothèque plus, aber ja, ich finde das jetzt nicht so tragisch. Schauen wir mal, ob hier beim Zaun irgendwo. Das Problem ist auch, dass man während dem Kampf die Kisten verschwinden. Das heißt, man sieht sie nur außerhalb des Kampfes und ich kann nicht während dem Kampf dann noch. Das ist eine. Nein, ist keine Kiste, ist auch keine Kiste. Tja, wenn ich ihn wirklich brauchen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann komme ich halt nochmal zurück. Also. Wobei ich glaube, den Hyperreif auch gegen. Also, wo stehlen kann. Ja, deinen Fluchblick kannst du dir gerne stecken lassen. Ja, Katze. So, endlich sehen wir Yuffie wieder. Der Schatz, wo ist er denn? Ich nehme ihn weg und Shinra puste ich jetzt weg. Okay. Na, hoffentlich. Ah Gott, da hinten ist die Kiste. Scheiße. Okay. Es kommt davon, wenn man nicht ordentlich zusieht. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht wieder eine Finte ist von Yuffie, oder? Mi. Sprinkleranlage. Ich habe fast das Gefühl, dass wir sie nochmal sehen werden. Also da rechts ist übrigens die Kiste, die ich gesucht habe, mit dem Hyperreif drinnen. Nicht, dass ich sie jetzt noch brauchen würde. Weil nur deswegen gehe ich jetzt nicht in die Mission rein. Wir lesen aber die Mail von Yuffie durch. Streng vertraulich. Meinen Namen kann ich hier nicht nennen. Ich kenne ihn natürlich schon. Dafür war eine ziemlich heiße Info. Und. Ja, und sie gibt uns natürlich wieder Hinweise darauf, wo tolle Sachen versteckt sind. Immer Hinweise. Info 2. Schauen wir mal. Ja, geht sie noch geradeaus. Das heißt, wir gehen auf der linken Seite. Asuka. Sind wir da vorne? Geht's. Ah, ist ziemlich lang die Mission. Also, zumindest die Höhle, in der die Mission stattfindet, ist ziemlich lang, aber. Da kommt sie sicher zu einem Zufallskampf. Ja, richtig. Manchmal habe ich schon ungefähr gefühlt, wo die unüberwindbaren
Stellen sind, also wo die Kreise, in denen man, die man betreten muss, um einen Zufallskampf auszulösen, direkt an den Rand des Weges reichen. Das kommt auch jetzt mit Erfahrung. Da hinten ist noch eine Kiste, da kommt es auch zu einem Zufallskampf jetzt. Ja, genau. Das heißt, wir machen zweimal Zufallskämpfe hier. Bin sehr froh über diese Schleife, die hat sich bis jetzt schon sehr gut bewährt gemacht. Ja, Todklinge. Das Problem an der Todklinge ist, dass sie nicht wirklich gegen alle Gegner geht und deswegen... ich mag generell solche Todeseffekte in RPG-Spielen eher weniger, weil sie entweder funktionieren oder nicht funktionieren und dann, wenn sie nicht funktioniert, hat man quasi die Aktion verschwendet und Raumstufe 4, cool. Gott sei Dank konnten wir das Limit noch abbrechen mit unserem Schlag. Theoretisch könnte ich hier jetzt den Verzweiflungsschlag ausrüsten gegen diese Springelbällchen hier, aber ich glaube, sie sind schwach genug, dass das auch so ausgehen müsste. Meinen Schwerthieben von der Seite auch treffe, dann sollte ich sie relativ schnell besiegen können. Speziell wenn jetzt nur mal einer da ist, dann kann ich mich auf den konzentrieren. Und wie gesagt, mit Verzweiflungsschlag wäre das deutlich schneller gegangen, aber... So, nochmal ein Schatz. Nein, da ist nämlich drinnen eine Konstitution plus Materia. Hä? Okay. Achso, ich bekomme sie sowieso. Gut. Dann schauen wir uns die Mana an, die wir dadurch bekommen haben. Ja, das ist genauso wie letztes Mal. Wo ist unser Spam-Folder? Genau. Genau, Unterwassergrotte und jetzt liegen sie in einer Höhle, also sie variiert im Prinzip nur den Ort, wo man diese Sachen finden kann, der Rest bleibt in der Mail, quasi ist eine Standard-Mail schon fast. Habe ich jetzt, genau. Hier ist aufzupassen, die Endgegner sind 6 von diesen Hornissen und das heißt, man sollte sich mindestens einen Elementarzauber mitnehmen, am besten natürlich entweder Feuer oder Blitz, weil die am einfachsten alle Hornissen dann treffen können. Während Eis da ein bisschen unzuverlässig ist. Aber es funktioniert auch theoretisch mit Eis. Es funktioniert theoretisch auch mit Verzweiflungsschlag. Aber es geht mit den Elementarzaubern hier gegen die Hornissen meistens deutlich schneller. Also man verbraucht deutlich mehr Mana. Aber das ist uns ja sowieso egal. Wir können uns genug Äther kaufen, dass wir darin ertrinken können. So, haben wir noch? Was war das überhaupt jetzt? Okay, haben wir schon. Wir machen jetzt erst die Bombe fertig. Ja. Dann ein Feuer. Lass uns von Eris vollhalten, das haben wir schon gesehen. Jetzt haben wir hier. Jetzt bekommen wir nämlich eine Magie plus Material. Dann bekommen wir unseren ersten Zauber, der irgendwie Zustandsveränderungen austeilt. Und zwar Höllenfeuer. Ja, schon wieder die. Schon wieder ein Limit. Naja, wie soll es recht sein? Leider keine Stufenaufstieg. Und leider habe ich mit dem Zauber die zweite Hornissen-Truppe nicht getroffen. Naja. Aber jetzt. So, da geht's weiter. Wo ist der Endgegner? Ah, gehen wir
Gehen wir in die Richtung vorbei. Die Mandalmilla ist nicht so toll. Da haben wir schon den Endgegner. Zuerst noch die Bar hier. Versuch gleich so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Damit wir nicht zu viel Zeit vertrödeln hier. Ja, das sind schon die Endgegner. Seht schon, warum ich sage, Feuer mitnehmen. Stirb, du Feuer! Böses Ungeziefer. Das war's auch schon. Das Mana sollten wir uns leisten können. Wir haben sowieso dauernd die Limits. Und die füllen uns einen Teil unseres Manas auf. Und da ich sowieso nicht so oft Mana verwende, habe ich genug Zeit, um mir hier quasi. Herzkasper. Das frage ich mich auch, aber immerhin ist sie ein Ninja, also vielleicht stiehlt sie sich einfach vorbei. Also hier kommt ein, nicht ein Magieverstärker, sondern ein Psychoverstärker. Plus, plus. In der nächsten Mission gibt es dann eine Sprengklinge. Okay. Mail lesen. Ja, ist im Prinzip dasselbe. Schauen wir es noch kurz an. In einer Mine, okay, ja. Dann geht's auch in die Mine. Schaut mal für die Missionen werden jetzt graduell etwas schwerer, allerdings sollte ich sie bis zum Ende durchschaffen können und mir durch den letzten Aufrufungszauber holen können. Keine Kiste. Was gibt's hier? Ein Fluss, Chocobo, Armreif, ein Donnerarmreif und eine X-Potion. Also drei Kisten gibt es hier, cool. Aber schaut ja gar nicht so lang aus, die Mission. Und dann bekommen wir eine Sprengklinge als Belohnung. Schauen wir nach der Sicherheit. Keine Kiste, sehr gut. Okay. Dann fehlt nur noch das Donnerarm. Der Donnerarmreif. Wo auch immer das sein soll. Kiste, wo ist die Kiste? Ah, da ist die Kiste. Zeusreif heißt der. Und der macht, glaube ich, komplett immun gegen. Der macht nicht nur komplett immun gegen. Gegen Blitzangriffe. Sondern. Wird er nicht da sein? Sondern wandeln sie auch gleich in HP um. Genauso wie der Loderreif irgendwie da oben. Genau, wo ist er jetzt? Spannend. Er ist weder ganz hinten noch dort, wo er sein sollte. Schauen wir nochmal. Vielleicht finden wir ihn jetzt. Der Feuerreif. Da ist er. Genau, wandelt Elektrizitätsschaden in TPO. Kann man natürlich auch brauchen irgendwann. Ziemlich einfacher Endkampf, finde ich. Und auch die Mission war nicht allzu schwierig. Da ist jetzt unsere Sprengklinge. Ja. Ich bin schon gespannt, wo unsere E-Mail-Adresse wirklich rauskommt. Okay.
Das Lustige ist in der letzten Mission. Na, schauen wir mal. Okay. Zuerst mal die vorletzte Mission dieser. Ich werde die alle heute machen, weil. Damit wir eine schöne lange Folge haben. Im Platteninneren, also es geht wieder zurück nach Midgar. Da kommen wir zu solchen Vögeln, kommen wir. Ups. Also Schatzinfo 5. Da zahlt es sich durchaus aus, gegen Blitz irgendwie gefeit zu sein. Ich überlege mir gerade, ob ich den Zeusreif nicht anlegen sollte. Statt dem Schwarzgurt vielleicht. Ich lege ihn mal an. Schauen wir mal, ob wirklich so viele Gegner kommen. Genau. Weil wenn, dann kommen hier meistens, also am allermeisten Gegner, die Blitzangriffe machen. Deswegen ist der Zeusreif hier vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, diese, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die machen hauptsächlich Blitzgar, sehr schön. Danke für die Heilung. Also, kein Problem für uns. Brauchen wir uns nicht darum kümmern, ihnen auszuweichen. Speziell nicht, wenn sie weiter weg stehen, weil dann zaubern sie auf jeden Fall. Aber auch wenn sie näher sind und ihren, also Sturzangriff machen, nehme ich halt etwas Schaden, der sowieso dann später wieder geheilt wird. Ja, die machen leider keinen Blitz. Die machen Feuer, glaube ich. Also der Kleine macht Eis. Ja, die Großen machen Feuer. Ja, das ist die Kiste übrigens. Aber dadurch, dass die Endgegner hier quasi Blitz schleudern, habe ich mir mal den Zeusreif genommen. So, da hinten ist noch. Ah, Moment. Ist das schon. Ah ja, nein, das ist. Da müsste drinnen sein Elixier, glaube ich, oder? Nein, eine X-Potion, okay. Dann ist das Elixier noch weiter drinnen irgendwo. Habe ich schon ein Elixier aufgesammelt? Ich weiß gar nicht. Oder ist sie da irgendwo? Nein. Müsste ich aufgesammelt haben. Egal. Ziemlich einfach hier. Einfach draufhauen, wie das Herz begehrt. Nehmen wir nicht mal Schaden. Selbst wenn wir keinen Zeusreif ausgerüstet hätten, hätten wir auch keinen Schaden genommen. Ah, der Schatz, da ist er ja. Und das ist eine der ersten eher cooleren Substanzen. Oh. Was ist hier los? Yeah. Hallo. Wo kommt denn der her? Also. Das wird uns in der nächsten Mission jetzt nochmal begegnen. Ich bin mal gespannt, was Yuffie dazu sagt. In einer Höhle soll ein legendäres Ziel verborgen sein. Ja. Also sie sagt zu dieser Bahamut-Aktion, sagt sie momentan mal gar nichts. Wir sagen allerdings etwas schon etwas dazu, und zwar das gleiche wird uns jetzt nochmal begegnen. Bahamut versteckt sich nämlich in dem Fall wieder in einer Kiste. Und die ist, glaube ich, ziemlich lang, die Mission. Also ziemlich lang. Wir werden mal wieder unseren Zeusreif rausgeben gegen den. Hatte ich nicht irgendwo etwas stärker in Konstitution bringt? Jetzt kann ich wieder suchen. Ah, da ist der Schwarzgurt. Warum kommt der ganz hinten hin? Also manchmal macht die Ordnung überhaupt keinen Sinn. Okay, wo sind wir da? Oh, die ist ziemlich lang, genau. Okay, zuerst einmal links schauen. Es könnte sein, dass eine Kiste ist. Ja, natürlich. Es gibt sehr viele Kisten hier, deswegen ist die Mission auch so lange. Das ist noch ein Höllenfolger. Das ist übrigens die. Ja, wir werden die gleich ausrüsten. Statt den normalen Folger. Die macht nämlich folgendes. Sortieren wieder. Die macht nämlich Zustandsveränderungen, also die teilt Zustandsveränderungen aus, wenn sie trifft. Folger. Hoppala. War sie schon irgendwo da? Nein. Ist sie weiter hinten? Da. Also wir haben schon zwei davon. Wir haben einen Höllenblitzgerauch, woher weiß ich gar nicht mehr. Aber wir nehmen mal das Höllenfolger. Gehen geradeaus, genau. Also meine Idee wäre, geradeaus durchzugehen und dann zurückzugehen. Aber zuerst schauen wir mal links in diesen. Ja, genau.
Nehmen wir die Kiste und gehen dann zurück und dann geradeaus runter. Ist ein bisschen kompliziert, hier keine Kisten zu verpassen. Da ist jetzt nichts drinnen, das heißt, da können wir, genau, einfach so gehen. Da vorne ist schon wieder die nächste Kiste. Gott sei Dank ohne Zufallskampf. Garija. Dann geht es hier nicht weiter, aber wir sollten trotzdem reinschauen, weil das schaut wieder so nach Kistensackgasse aus. Natürlich. Feuerklinge. Und dann. Moment, wir haben das Silber. Carbon. Garija haben wir aufgesammelt. Feuerklinge. Das heißt, Carbon auf eine Kiste fehlt noch. Glaube ich. Ja, eine Kiste fehlt noch, aber die. Ah, die ist natürlich. Die ist schon dort versteckt, wo der Endgegner steht. Warum, zeige ich euch gleich. Und zwar werden wir dafür... Genau. Die schaut auch irgendwie anders aus, also... Da geht es auch nirgends weiter. Komisch. Gibt es da keinen Endgegner, oder wie? Natürlich gibt es einen Endgegner, und zwar ist das Bahamut Zorn, den wir jetzt besiegen müssen, um seine Substanz zu bekommen. Activating Combat Mode. Theoretisch wäre hier Verzweiflungsschlag durchaus angebracht gewesen, allerdings... ist nicht so tragisch, finde ich. Muss man wieder lernen, wann die... wie seine Angriffsanimationen aussehen. Ah, super. In dem Fall kann ich Cisis Limit natürlich sehr gut brauchen. Und natürlich auch die HP und Mana, die ich dadurch bekomme. You can do it, Zack. Yeah, I'm on fire now. So. Kritische Treffer aufteilen noch und nöcher. Sehr gut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu früh gesprungen. Und wenn das Limit kommt, wäre es sowieso egal gewesen. Ich glaube, das haben wir auch schon gesehen, wo... Ja, wo Cloud Sack quasi rettet. Komm, komm, komm. Ja, sehr gut. Also es ist egal, ob ich ausgewichen bin oder nicht. Trifft mich sowieso nicht. Wir haben einen Meteoritenschauer von Sack. Ordentlich Schaden austeilen hier. Macht gar nicht so viel Schaden, wenn man blockiert. So. Jetzt bin ich gespannt, was Yuffie dazu sagt. Der leuchtende Leviathan. Schöne Landschaft, heiße Quellen. Okay. Ah, okay, ja. Also sie regt sich darüber auf, dass Wutag quasi in ein Touristenzentrum verwandelt wird. Ja, sie ist wirklich einzigartig, auf ihre Weise. Jetzt bin ich gespannt. Natürlich will ich die Wahrheit wissen. Ich habe mich immerhin ganz schön... Oh, so ein Blondschopf hat es mir ver... Oh, der Blondschopf. Blonde? Oh. Okay. Wer ist dieser Blondschopf? Das ist doch nicht Cloud, oder? Okay. Ja, Cloud war es ziemlich sicher nicht, oder? Der ist ja direkt nach Midgar gegangen und zu Shinra. Wer ist der Blondschopf? Okay. Natürlich interessiert es mich. Ja, schon wieder Schatz, ja. Und tschüss, Yuffie.
Ist nicht das letzte Mal, das nicht letzte Mal, dass wir Yuffie gesehen haben. Sie kommt nochmal. Ja, wir werden schon mal raus. Ja, Zorn Bahamut, super. Wir werden schon rausfinden, wer dieser Blondrop ist, allerdings nicht mehr heute. Das, was wir jetzt machen, ist zuerst mal unsere E-Mail schauen. Ja. Und natürlich hat sie uns die nächste Mission freigeschalten. Yuffies Nachrichten. Und noch dazu ist Höhlen voller Wunder freigeschalten. Genau. Und zwar. Ja, gibt's da nicht. Ha. Ich dachte, da gibt's noch mehr dann. Achso. Ah, es gibt eh mehr. Okay, passt. Und die werden dann freigeschalten, wenn wir die anonymen Hinweise komplett fertig gemacht haben. Also wenn wir Bahamut Zorn haben, dann können wir da die Höhlen voller Wunder auch besuchen. Es wird ein langer Weg werden, bis wir da alle durch haben. Und es gibt auch noch neue Missionen in den Rätseln der Welt, die wir uns auch anschauen wollen. Irgendwann mal dann. Vorerst einmal ist die Folge hier zu Ende. Falls euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten Daumen runter. Bei Fragen einfach in den YouTube-Kommentaren stellen oder auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal bei den langen Missionen wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.